Hier sind 5 Wege, um wirklich jeden Villager zu ärgern. Nach diesem Video könnt ihr also Villager total sauer machen. Und like das Video jetzt nochmal, um den Gesichtsausdruck vom Villager sauer zu machen. In 3, 2, 1. Danke für deinen Support. Der Villager ist sauer. Möglichkeit 1. Der explosive Weg. Okay, Freunde, für Möglichkeit 1 habe ich mir was richtig Cooles überlegt. Und zwar haben wir hier diese Undercover-Druckplatten. Wir sehen, das sieht aus wie ein stinknormaler Block. Tatsächlich ist es allerdings kein stinknormaler Block. Denn wenn ich jetzt einfach mal hier heruntergehe, dann seht ihr, wir hören so Trapdoor-Geräusche. Warum auch immer. Denn der Trick an der ganzen Geschichte ist, das hier ist kein normaler Weg. Wir können hier einfach draufdrücken und können hier durchfallen. Und damit werden die Villager auf keinen Fall rechnen. Deswegen nenne ich das Ganze auch den explosiven Weg. Denn was wir jetzt hier herunter machen, eine Grube voll mit TNT. Das heißt, wenn die Villager auf die Idee kommen, hier drauf zu drücken, dann werden sie auf jeden Fall überrascht von diesem TNT. Und ganz ehrlich, da wird jeder sauer, wenn man einfach mal von TNT in die Luft gejagt wird. Deshalb muss ich jetzt hier nochmal ein paar Druckplatten platzieren und wir machen das Ganze hier auch wieder unsichtbar. So, ich schnappe mir jetzt nochmal ganz schnell hier ein Schild und schreibe hier rein, kostenlose Smaragde, in Klammern Falltür. Irgendwie sowas. Okay, damit wird natürlich keiner rechnen. So, ich muss mich jetzt hier allerdings erstmal irgendwo positionieren, wo ich am besten nicht gesehen werde. Wobei, wisst ihr was? Ich hab eine bessere Idee. Wir schnappen uns einmal hier diese coole Kamera. So, okay, die platziere ich jetzt mal hier hin. Und dann gucken wir mal, ob ein Villager drauf reinfällt. Ich erzähle dir mal ganz kurz davon. So, wir gehen am besten mal zu einem Villager, der ein bisschen weiter weg ist. So, ja, wobei der, das sollte eigentlich passen. So, oh, der ist schon sauer. Den lassen wir in Ruhe. Okay, ich berichte dem Villager mal von diesem krassen Weg. Ey, Villager, hast du schon von den kostenlosen Smaragden gehört? Kostenlose Smaragde? Wo sollen die denn sein? Ich habe hier nichts gesehen und gehört. Was? Du hast nichts davon gehört? Na dann schau dich mal im Villager-Dorf ein bisschen um. Aber gut, ich bin jetzt erstmal weg. Okay, was meint ihr denn damit? Hä? Okay, warte mal, ist das hier? Ist das ein Schild? Kostenlose Smaragde? Wo sollen die denn sein? Kostenlose Smaragde, hier müssen doch irgendwo sein. Okay, Freunde, okay. Falltür. Hä? Was heißt denn Falltür? Hä? Warte mal. Hey, nein, was ist das denn? Hey! Okay, Freunde, ich glaube, es hat funktioniert. Ich würde sagen, wir schauen mal nach, ob der Villager verärgert ist. Dafür muss ich erstmal ganz kurz hier diesen Block wegbauen. So, zack. So, jetzt bauen wir hier mal alles weg. Uiuiuiui, da ist auf jeden Fall eine fette Explosion gewesen. Das sehen wir gerade hier. Okay, wir schauen mal runter, würde ich sagen. Oh, da ist der. Oh mein Gott. Ach, mir tut hier alles weh. Wer zur Hölle war das? Hier sind gar keine kostenlosen Smaragde. Möglichkeit 2. Emeralds zerteilen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einer sehr verrückten Variante. Ich gehe dafür am besten mal hier so ein bisschen abseits. So, hier dachte ich mir zum Beispiel. Und zwar platziere ich jetzt hier so ein paar Emeralds. So, das ist quasi mein Emerald-Lager. Und ich platziere hier einen Sticky-Pisten. Und wir müssen quasi immer wieder hier gegen diesen Emerald hauen. Und wir sagen dann den Villagern, dass wir auf diese Art und Weise Emeralds zerbrechen können. Deswegen habe ich hier eine Kiste am Start. Und zwar seht ihr, in der Kiste habe ich hier nämlich jetzt schon zerbrochene Emeralds. Also ich habe diese Emeralds einfach mal in 2 Teile zerteilt. Wir sehen es hier nochmal perfekt, Freunde. Ich denke, das wird die Villager auf jeden Fall ärgern. Wenn wir jetzt also immer wieder hier dran drücken, dann entstehen jetzt hier immer wieder neue von diesen zerbrochenen Emeralds. Man muss halt nur da dran drücken und jetzt sehen wir, zack, schon wieder zerbrochene Emeralds. Okay, das heißt, ich muss irgendwie die Villager nur hier hinbekommen und die dann einfach mal super sauer machen. Okay, Freunde, schaut euch mal an, was ich da hinbekommen habe. Da sind sie einfach mal, die Villager. Okay, ich bin jetzt schon auf diese Reaktion gespannt, aber bevor wir uns die Reaktion anschauen, stelle ich euch noch kurz den Sponsor vom heutigen Video vor. Dankeschön an Dragonair Silent Gods, der Sponsor vom heutigen Video. Dragonair ist ein kostenloses Open-World-Team-RPG-Spiel und wurde von den Entwicklern von Marvel Snap gemacht. Das Spiel wurde auch über 30 Millionen Mal gedownloadet. Das Spiel beinhaltet viele Team-RPG-Elemente. Ihr könnt zum Beispiel Dungeons besuchen, ihr könnt Würfel würfeln, ihr könnt einen Charakter erstellen. Und das alles in einer Fantasy-Welt. Es gibt 4 verschiedene Klassen mit verschiedenen Attributen, sei es Stärke, sei es Intelligenz oder andere coole Sachen. Dadurch, dass es ein Sandbox-Open-World-Spiel ist, haben wir endlos viele Möglichkeiten und eine Karte, die so groß ist wie Europa.
Aber besonders cool sind die Würfelaufgaben, wo der Zufall entscheidet, was passiert. Im Kampfsystem gibt es super viele strategische Elemente, über 200 Helden zur Auswahl, ein dynamisches Schlachtfeld, auf dem man auf alles gefasst sein muss. Ihr könnt das Spiel jetzt über den QR-Code oder in der Beschreibung runterladen, denn das Spiel ist verfügbar auf Windows, auf dem Mac, im Epic Game Store, auf iOS oder auf Android. Also checkt's gern ab und viel Spaß beim Zocken. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, Hallihallöchen, liebe Villager, wie geht's euch denn? Na ja, uns geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch soweit gut. Wofür hast du denn hier hingeholt? Ach, ich wollte euch doch nur meinen kleinen Emerald-Trick zeigen. Also dieser Smaragd-Trick, boah, den kann ich echt richtig empfehlen. Aber schaut, würde ich mal sagen, selbst zu. Na, da sind wir ja mal gespannt drauf. Das dürft ihr auch, das dürft ihr auch. Und zwar seht ihr hier, ich habe einfach mal so ein Smaragd hier platziert, einen ganz normalen Smaragd. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen dran rüttel, dann seht ihr, im ersten Moment tut sich noch gar nicht so viel. Aber wir sehen, dass wenn ich nur feste genug hier dran drücke, einfach irgendwann, oh ja, der Block, oh ja, zerbröckelt. Schaut euch das mal an. Ich habe es geschafft, einfach mal hier so ein paar Emeralds in zwei zu zerteilen. Na, und wie gefällt euch das hier? Schaut euch das mal genau an. Na, sag mal, hast du einen Knall? Was hast du damit gemacht? Du machst einfach unsere Emeralds kaputt. Was fällt dir ein? Na, warte bloß ab, bis ich dich in die Finger kriege. Ja, und warte auch mal auf mich ab. Und warte auch mal auf mich ab. Wir drei werden dir doch das Leben zur Hölle machen. Okay, Leute, nicht sie weg hier. Also ich glaube, diese Emeralds zerbrechen war auf jeden Fall schon sehr, sehr lustig. Es hat die auf jeden Fall verärgert. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Weg. Möglichkeit 3, den Handel unterbrechen. Okay, Freunde, wir wissen es alle, Villager lieben ja zu handeln. Und ich glaube, wenn ich mich nicht verschaut habe, die sind gerade sogar da am Handeln. Schaut euch das an. Der bietet ihnen einfach mal Gold und Diamanten an für ein paar Emeralds. Aber anscheinend haben die so ein Dreiertauschgeschäft am Laufen und er scheint recht hektisch zu schauen. Aber was wäre, wenn wir einfach da durchlaufen und so tun, als hätten wir nichts gesehen? Wir nehmen also einfach die Sachen und tun so, als hätte ich nichts gesehen. Und wir können die ja so ein bisschen provozieren nach dem Motto, hey, ich habe doch gar nichts mitgenommen und sowas. Ich glaube, die werden sehr lustig reagieren. Okay, wir gehen jetzt mal vorbei. Hey, was machst du denn da drüben? Hä? Meinte der mich? Was soll ich denn getan haben? Hallo? Was wollt ihr überhaupt von mir? Du weißt schon ganz genau, was du getan hast. Gib mir meine Sachen wieder. Mein Gold und meine Diamanten, die ich tauschen wollte. Und gib mir gefälligst meine Emeralds wieder. Mann, ey. Das kann doch nicht sein, dass du die einfach klaust. Jetzt hör gefälligst auf mit den Späßen und gib mir meine Sachen wieder. Hä? Welche Sachen meint ihr denn überhaupt? Also, ich verstehe ja gar nicht, was ihr habt. Also, keine Ahnung. Ich bin doch hier unten nur vorbeigelaufen. Mehr habe ich doch gar nicht gemacht. Na, hör auf, du Komiker. Du bist eine richtige Witzfigur. Gib mir meine Sachen. Also, ich habe echt keine Ahnung, wovon ihr redet, ihr beiden. Habt ihr irgendwie vielleicht Halluzinationen oder sowas? Oder ich weiß nicht, irgendwelche Sehschwächen oder ich habe keine Ahnung. Na, willst du uns eigentlich für verrückt verkaufen? Ich zeig dir gleich unsere Sehschwäche, wenn du uns noch weiter auf den Keks gehst. Meine Sehschwäche wirst du gleich spüren, wenn du mir meine Emeralds nicht gibst. Okay, Leute, nichts wie weg hier. Die haben wir auf jeden Fall sehr sauber gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, neben den Villagern, die hier schon total sauer sind. Ich meine, schaut euch hier einfach mal an. Wir haben hier wirklich schon einige Villager sehr, sehr krass geärgert. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Weg. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal lieber den vierten Weg an. Möglichkeit 4, das Horrorhaus. Okay, also Möglichkeit 4 ist wirklich super lustig. Wir werden jetzt hier einfach mal ein neues Haus hinbauen. Und dieses Haus wird quasi ein Geschenk sein an die Villager, kann man das so nennen? Also im ersten Moment soll es natürlich ein Geschenk sein. Es ist natürlich kein Geschenk. Denn mein Plan war, wir machen ein Haus hier hin. Und vor dem Haus sind quasi schon so Emeralds. Das heißt, sie werden denken, sie haben eine Emerald-Grube gefunden, wo kostenlose Emeralds sind. Wenn sie allerdings reingehen, wird das Ganze zu einem Horrorhaus. Und sie werden richtig, richtig Angst bekommen. Deshalb bin ich auch mal sehr gespannt drauf, ob das hier klappen wird oder nicht. Aber davor muss ich erstmal das Haus hier irgendwie bauen. Deswegen dachte ich mir, es braucht gar nicht so groß sein. Es braucht wirklich gar nicht so groß sein. Aber zumindest so, dass man dort ohne Probleme reingehen kann. Und ja, dass man auf jeden Fall auch die Villager dort ganz gut erschrecken kann. Vielleicht mal ein bisschen breiter, so ungefähr hätte ich gesagt, damit man auch keinen zu engen Gang hat. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig dabei ist, dass dieses Haus einfach genau passt zu den restlichen Häusern. Ich werde hier auch mit Absicht keine Fenster reinmachen, weil nicht, dass die Villager irgendwie hier
reinlunkern. Aber ich denke mal, Interesse wird trotzdem geweckt sein, weil es gibt ja schließlich kostenlose Emeralds. Und ich meine, kostenlose Emeralds, ich weiß, dass das die Schwäche ist von jedem Villager. So, und das hier ist dann einfach mal das Haus. Hier kommen dann nochmal so Türen hin. Und ich dachte mir, ich werde sie nochmal ein bisschen auf die Palme bringen. Und zwar sehen wir einfach mal, dass wir hier einen Raum hinmachen, wo quasi Emeralds wirklich brennen. Und das Lustige ist, ich werde nämlich eine Scheibe machen. Und hinter dieser Scheibe sind dann diese Emeralds, die quasi von Feuer umzingelt sind. Und dann werden sich die Villager denken, ey, ich muss da rein. Es kann doch nicht sein, dass einfach mal Emeralds hier brennen. So, deswegen platziere ich jetzt hier Netherrack. Ah, Moment mal ganz kurz. Wir haben ein kleines Problem, Freunde. Wir können es doch nicht anzünden. Ich werde einfach mal hier in Schaufenster ganz viele Emeralds platzieren, weil, warum ich das nicht anzünden kann, wenn ich hier irgendwas anzünde, würde das komplette Haus abfackeln, aber das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Dementsprechend lassen wir das einfach mal. Aber wir sehen jetzt hier, das sollte auf jeden Fall schon mal die Villager anlocken. Und ich habe mir noch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar steht jetzt hier einfach mal Smaragdhaus. Das heißt, die Villager werden schon angelockt vom Anblick. Aber wenn das noch nicht reicht, werde ich hier schon mal auf den Weg noch ein paar Emeralds platzieren. Und die werden sie natürlich mitnehmen wollen. Und natürlich geht sie auch noch rein in dieses Haus. Hier ist allerdings das Verrückte, dass wir das Ganze ein wenig gruseliger machen. Wir sehen schon hier so Fackeln. Zack, zack, zack. So, und dann sehen wir einfach mal, dass links und rechts zum Beispiel so Skelette sind. Das heißt, das wird auf jeden Fall ein sehr gruseliger Anblick für die Villager. Und vielleicht werden die schon so ein bisschen misstrauisch, um es mal so zu sagen. Und dann kommt hier auch nochmal ein Emerald hin. Und hier machen wir einen richtig gruseligen Geist hin. Also seht ihr, dieser Geist fliegt hier einfach mal herum. Und ich denke mal, der wird sich auf jeden Fall erschrecken. Allerdings müssen wir das Ganze natürlich hier auch dokumentieren, indem wir hier eine Kamera platzieren, würde ich sagen. Ah, vielleicht hier so hin. Irgendwie, wo das ohne Probleme funktioniert. So. Ja, komm, wir machen. Ja, wir müssen uns eigentlich hier so in die Ecke platzieren. Funktioniert aber irgendwie nicht. Ja, es hat jetzt so funktioniert, dass wir die Kamera hier platzieren. Das heißt, er wird sich auf jeden Fall erschrecken und wir haben die Reaktion auf Kamera. Ich lasse einfach mal die Fackel hier, würde ich sagen. Und ich glaube, wir können jetzt einfach mal die Villager hier hinlocken. Ich meine, das Haus sieht schon sehr, sehr verrückt aus. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob hier einer kommt. Ich verstecke mich am besten mal hier so, würde ich sagen. Oder hier hinterm Baum. Ja, komm, irgendwo muss ich mich verstecken. Wow, was ist das denn hier? Ein Smaragdhaus? Alter Schwede, seit wann ist denn das hier? Alter, oh, Emeralds. Warte mal, ein Emerald, zwei Emeralds. Oh, was ist denn hier? Hier sind so viele Emeralds. Wow, warum wusste ich noch nichts davon? Okay, Freunde, bloß keine Ruhe verlieren. Den Emerald nehmen wir auch mit. Und wow. Das Smaragdhaus. Hoffentlich sieht mich keiner. Also, ich glaube, es hat noch hier keiner gesehen. Aber ich bin der Erste, ich bin der Erste. Okay, wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Und hier geht's hoffentlich genauso weiter wie gerade. Tür mache ich zu. Oh ja, nächster Emerald. Was ist das denn hier? Okay, 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 okay. Also, ich muss ja sagen, so ein bisschen Angst macht mir das Ganze hier schon. Oh, was ist das denn hier? Aber den Emerald, den nehme ich natürlich auch mit. Komm, komm, komm. Okay, da geht's anscheinend, glaube ich, noch weiter. Okay. Ja, den Emerald lasse ich hier auch nicht liegen. Noch so ein. Ja, warte mal, was macht denn die Kamera hier? Oh mein Gott! Oh Gott! Dieser Geist! Ah, meine Augen! Nichts mehr raus hier! Hilfe! Wäre ich mal doch zu Hause geblieben, Mann! Okay, Leute, also der tat mir schon ein bisschen leid. Wenn ihr auch mit dem Kollegen Mitleid hattet, lasst ein Like, denn den haben wir schon zu krass genervt. Aber okay, da müssen wir jetzt leider durch, denn das bringt uns auch sofort zur fünften Möglichkeit, um Villager zu ärgern. Möglichkeit 5, der Emerald-Automat. Ja, ihr habt es richtig gehört, einen Emerald-Automat möchte ich ausstellen in der Stadt. Und was die nicht glauben werden, ist, dass dieser Emerald-Automat einfach nur einem nach den anderen Villager umbringt. Also ihr seht, das hier ist dann der Emerald-Automat. Hier können dann die Villager Emeralds abholen. Hab jetzt hier extra nochmal so ein Emerald davor getan, dass die auch wirklich wissen, dass ein Emerald-Automat ist. Um diesen Emerald-Automaten zu drücken, müssen sie einfach hier auf den Schalter hauen. Einmal auf den Schalter hauen. Was sie allerdings nicht wissen, ist, dass dieser Schalter einfach mal jeden Villager tötet. Wir müssen jetzt in diesen Command-Block hereinschreiben, kill at P. Und das war's auch schon. Wenn jetzt hier jemand drauf drückt, denkt ihr natürlich, der Automat spuckt ihn automatisch Emeralds heraus. Das ist natürlich nicht der Fall. Um das Ganze hier nochmal klar zu machen, werde ich jetzt hier nochmal draufschreiben: drücke für kostenlose
Emeralds. Zack, da haben wir es auch schon. Okay, das heißt, wir... Oh Gott, er hat uns beobachtet. Den müssen wir einmal umbringen, Freunde. Der hat alles gesehen. Weg mit dir, Kollege. Okay, aber die anderen haben es nicht gesehen. So, drücke für kostenlose Emeralds. Ich werde mich jetzt hier irgendwo positionieren. Am besten hier so, dass mich auch keiner sieht von den Villagern. Wobei, nee, ich habe eine bessere Idee. Wir können auf die Kirche hochgehen, genau. Und dann bin ich mal gespannt, ob da... irgendjemand drauf reinfällt. Gucken wir mal nach. Da bin ich gespannt. Ah, was ein schöner Tag. Was ein schöner Tag. Und, was ist denn das für ein neuer Automat? Oh, cool. Emeralds? Wow, das ist mein Glückstag. Einfach mal kostenlose Emeralds hier im Automaten. Oh, das ist aber cool. Oh, was mache ich? Nehme ich, glaube ich. Was steht denn hier? Drücke für kostenlose Emeralds. Ist da irgendein Haken dran? Das kommt mir wieder zu schön vor, um wahr zu sein. Ich probiere es einfach mal aus. Warte mal. Und, zack mal drauf. Ah, was war das denn? Das war doch bestimmt Pat. Okay, Leute, es hat ja besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Hä? Wer ist denn das? Wir haben dich überall gesucht und jetzt wollen wir Rache. Okay, Leute, die jagen mich wirklich. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ciao.